Nun will ich das nächste Projekt zeigen. Es ist eigentlich von meiner Frau. Die hat bei Amazon im Internet oder irgendwo sechs Formen bestellt, zum solches Pflaster herstellen. Und da hat sie schon kräftig gearbeitet. Und zum Abschluss von Tupperware eine Form, und da hat sie schöne flache Steine vom Strand und Holzklötzchen eingearbeitet. Hier sind die Formen, die ich eben beschrieben habe, und die werden am Rand mit Öl, also Sonnenblumenöl und Pinsel eingepinselt, damit sie sich besser lösen können. Und hier ist das so, wo sie die runde Form mit den Steinen vom Strand gemacht hat. Man braucht also eine Kelle, dieses Öl mit Pinsel, Handschuhe. Wir haben hier einen Mixer, Zementmixer, Zement und Sand gemischt, 1:3, Wasser und etwas Arbeitskraft. Hier sind noch einige schöne Steine vom Strand und solche Holzteile. Das ist zum Beispiel von einem alte Ziegel, Dachziegel, so sieht es aus. Und so wirklich schöne Steine. Zum Teil ausgehöhlt, das sind so Kalksteine. Und hier ist auch ein schöner flacher Stein. Auch mit überall so Hohlräume und so. Sieht schon interessant aus, manche Steine. Und beim Strandspaziergang findet man immer wieder etwas. Das ist mein Vibratisch. Das vorbereitete Zement, Sand, Wassergemisch wird also nicht zu dünn plastisch angerührt. Darf man nicht zu dünn, oben darf kein Wasser stehen. Und jetzt kommt dann in die Form, in die zuvor am Rand eingeölte Form, und wird dann also meiner Frau ihre Hände ersetzen, den Rütteltisch. Jawohl. Also gut verdichtet. Mit Hände und Schütteln und alles Mögliche. Vielleicht komme ich noch dazu, irgendwas zu bauen. Das ist einfach. Und dann nächste Form. Und wieder Material hinein. Verteilen und so, dass die Form bis dicht unter den Rand nach dem Rütteln gefüllt ist. Nachdem nun der Beton also mindestens ein Tag, aber das ist wahrscheinlich zu wenig, besser sind 2 Tage oder so, aber nicht in der Sonne ausgehärtet ist, kann man ihn aus der Form nehmen. Nun kommt, das ist also nicht ganz so einfach, aber schon ist geblinzt. Und das ist nun das Ergebnis. Kann man, also ich, bei dieser Form ist richtig schöne Holzmaserung zu erkennen. Und wenn man das alles dreht und andere Licht hält, sieht es auch wieder anders aus. Und noch mehr von den Platten, also das ist dann von außen. Und noch mehr von den Platten stehen hier schon
fertig. Und noch ein Teil ist schon vor einiger Zeit hier als ein schmaler Weg zum Grillplatz und weiter runter. Weiter fehlt noch. Und hier sieht man noch, wie wir es im Blumengarten verlegt haben. Jetzt ist halt heute 30. November, da ist halt nicht mehr viel mit Blumen. Und am Anfang haben wir den falschen Zement genommen. Und es war eine Diebelplatte und die ist zerbrochen, weil wir billige Zement genommen haben. Und für die andere haben wir den guten, den 400er Zement genommen. Das ist ähnlich wie bei unseren Palisaden. Und da ist uns auch so ein billig Zement angedreht worden. Die lösen sich gerade auf. Und die anderen sind gut, die andere Palisade. Naja. Und das war es jetzt auch eigentlich mal mit den Platten. Okay. Und tschüss.